Können wir ja gleich abgeben im Lager. Weil ist die Frage, wo gehen wir als nächstes hin? Fragezeichen. Okay. Ja, unser einziger Mist ist... Oh, Leopold Strauss. Den würde ich halt vorher machen. Die Strauss-Mission. Und hier haben wir auch was dazu bekommen. Bruder Dawkins. Bruder Dawkins. Ja, da gehe ich doch ins Lager. Und dann holen wir erstmal die Strauss-Mission. Mal gucken, was da wieder kommt. Wir können ja auch mal hier vorbeireiten. Mal gucken. Sollte ich mir gleich mal markieren, ne? Damit wir es auch finden. Reiten wir es mal dahin. Mal gucken, was da los ist. So, einmal auf den Klepper. Call it day there, girl. All right, girl. Yeah. Wenn der schon hier vorbei rennt, tut's mir echt leid. Aber den nehme ich natürlich mit. Muss mal ganz kurz was gucken. Gut, ich konnte ja hier nichts groß umstellen. Das wollte ich bloß gucken. Alles gut. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das sieht ein bisschen schwierig aus. Aber kann mich auch täuschen. So, dann nehmen wir den auch noch mit. Ran an den Gaul. Tipptopp. Okay, und let's go. Girl. Yeah. Na hey, was macht ihr denn da? You're leaving me, huh? Sure. Yeah, we'll leave this then. Was uns verbindet. What you fools up to? It's Mr. Black's fault. His fault, the darky white. Although I don't know why they call him that. Look at him. Don't you start now. I'll knock the color clean off you. Come on. Right. And I'll tar you, you lily livered. Enough. Huh. You two fools look like you've just run off a chain gang. Yeah, what of it? What are you doing? Starving. They got bounty posters for us all over town. And we can't go into town to get supplies. Say, mister, maybe you can do us fools a favor. We ain't bad guys at all. He's okay, even for a darkie. Shut it, you pasty-faced streak of piss! Yeah, I had up to here with you. Enough! Do your goddamn favor what you want. Maybe you can go into town and take down them wanted posters of us. Okay. Maybe meet us back at the campfire in the woods and tell us how you did. And maybe bring us a little bite to eat. Don't push your luck. Nice fella. Yeah, you love nice fellas. Don't you start up again. Just shut up. You shut up! Junge, halt die Fresse, ey. Mein Gott. Okay, wir helfen denen. Den Knastbrüdern hier. Erstmal auf die Fresse fliegen. Ich hoffe mal, dass wir nicht erkannt werden. Aber gut, es ist dunkel. Hopp. Vielleicht schaffen wir es ja, unerkannt zu bleiben. Wäre trotzdem schön, wenn unser Pferd noch mit da wäre. Okay. Ja, bei der Polizei, also beim Sheriffbüro, da wird ja sicherlich was hängen, oder? Hm? Oh. Oh. Hey, I'm gonna need that poster off you. Give it up. That ever worked before? Poster's mine, fella. And so are these bounties. Okay. Let's go, girl.
Er will's ja nicht anders. Aber ich setz mal. Kann ich den nicht fangen? Oh no, you don't. What the hell are you doing? Turn into a bad day for you, mister. Ja, leider. Get this off of me. Kann ich? Wenn ich den plündere, reicht das? Hey! This is very kind of you. Ah, da haben wir ihn. Es tut mir ja echt leid. Sorry. Oh. Hallo, Arthur. Okay, hat keiner gesehen? Easy. Ich entferne mich mal ganz vorsichtig. Nein. Ach, doch die. Okay. Ich hatte jetzt gerade gehofft, dass es nicht so ist. Ah, gut, dann müssen wir die auch noch abknallen. Kutsche ist wohl noch jemand. Ah, die kommt nicht weit. Sorry. Okay, ich hau mal hier schnell ab. Konnte ich ihn nachladen? Ah, okay. Wie gesagt, sorry, ich muss erstmal wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Hier sollten wir jetzt. Was denn nun? Hey, Alter. Sag mal, was ist denn hier los? Ich hätte gern meinen Hut. Junge, Junge, Junge. Ja, da kann ich ja jetzt nichts dafür. Und ich dachte, ich gehe hier bloß rein, hol einfach ein paar Steckbriefe und das war's. Und jetzt ist hier so ein Rabatz. Junge, Junge, Junge. Okay. Steckbrief Nummer 1 haben wir. Hängt da was? Da könnte einer hängen. Mein Gott. Was hier los ist? Ja, da ist einer. Ja, bist du behindert? Fahr doch vorbei. So ein Frechdachs. So, untersuchen. Mhm. Nehmen wir. Danke. 2 von 5. Okay. Ich hoffe mal, dass es jetzt hier wieder ein bisschen ruhiger wird. Und
die Kollegen ein bisschen schön. Hängt da einer? Bad. They worse than worse. How do you do, sir? No, it was one for gossip. Jethro Minglethorpe. Gossip, gossip, gossip. But as usual, you're spreading lies. Lies? Every fool knows the charges were trumped up. But the darky killed Mr. Black 40, Mr. White 40. Jimmy Holdaker had a weak heart. Immer noch auf Ryan Fuß. Beide werden als gefährlich eingestuft, zuletzt gesichtet, Umgebung Rhodes. Everyone knows Judge Amory took a bribe. You don't believe that, do you? Sure. And you call me a gossip? Jetzt habe ich leider das Gespräch nicht mitgekriegt. Hey. How's your Tom? He's fine. Just fine. Marlene? Still with us. Haben wir hier noch irgendwo? Oh, es gibt eine neue Zeitung. Ach du Scheiße. Aber im Grunde wäre es wichtig. Der steht neben einem. Hey, I need to get to that poster behind you. Would you move a little? I will not. Deputy put up plenty. Go get one of those. Hey, move. I need that poster. Oh, I'll move, all right. How's this for moving? This what you wanted? Hey! Oh, no! Have this! Goddamn idiot! Arschloch. Kann ich jetzt den Steckbrief? Ja. So ein Wichser. Will Stress und dann hält das nicht durch. So, 4 von 5. Wo ist der letzte? Bei der Post vielleicht, ne? Könnte gut sein. Gehen wir mal gucken. Und da müssen wir mal schauen. Ist auch noch eine Bank. Da müssen wir mal schauen, dass wir, naja, irgendwann mal die Zeitung lesen. Everybody need a ride? Nee, gerade nicht, danke. Bin gespannt, gibt's hier noch eins? Ah! Gibt es. Hallo, hallo. Guck mal, ich nehme bloß kurz das Briefchen. Will mich kümmern hier, die will ich fangen auf jeden Fall. Danke. Sehr gut. So. Ja, kann man eigentlich. Hi, hi. Aber wir gehen erstmal rüber, ne? Ist da das Feuer? Sieht so aus. Neblig hier. Oh, wir haben ein bisschen was von unserer Ehre verloren, leider. Schade. Naja. Kommt unser Pferd? Ja. Sehr gut. Plätze. Dalmatiner-Plätze. Komm, wir gehen mal zum Feuer hier. Die Kollegen sind da vorne, wie es scheint. Was zu fressen können wir denen ja auch geben. Unauffälliger geht's ja nicht, hä? Freunde? Hey, friend. Hello. How was in town? Hello. Pretty hot. There's quite a price on you boys. It is so unfair. I didn't do nothing. Well, they said you was wanted for murder. It wasn't murder. It was self-defense. And you killed a farmer? Well, firstly, I would have. But he died before I could. And secondly, well, he had it coming. He... I don't like to say. Well... Ja, komm. Ain't no business of mine. Here's the posters. Thanks, partner. Viel Spaß noch. That's that, then. That's that. Free at last. Free from you, at least. Well, not quite. No? We should wait a while first, see if anyone's on our trail. You're right. Too risky to split up now. Ja, die gehören schon zusammen. This ain't permanent, though. It's a temporary measure. Well, right, till things blow over.
Then I'm done with you, Black. I'm counting the hours, White. Schön. Ein gutes Paar. Passt sehr gut. Das passt sehr gut. Ich hoffe, wir sehen ihn nochmal wieder. Das wäre hübsch. Würde mir gefallen. Ja, ja, ich komme ja schon. So. Hoch jetzt hier. Und dann... falsch geklickt. Entschuldigung. Dann würde ich sagen... zurück zum... Oh, da gibt es einen Steckbrief. Den würde ich mir mal noch holen. Weil, wenn man haben wir ihn. Ja. Und dann wird es ja eingetragen, wo der ist. Wäre ganz hilfreich. Falls wir mal dran vorbeikommen. Schlötze, bleibt mal hier. Schön warten. So, einen Brief gibt's. Hat hier jemand was für uns? Good morning to you. Hello again. Elden. Hi. Können wir den Post verschicken? Wir können keine Post verschicken oder so. Nö. Warte mal, haben wir ein Kopfgeld? Got some bills to pay, huh? Nö, haben wir nicht. Alles gut. Thank you for your help. Okay, was haben wir hier? Reward. Sizing that one up then, are you? It's a decent bounty. Mark Johnson. Mhm. Okay. Steckbrief für Mark Johnson. Gesucht. 25 Euro Belohnung. Mark Johnson. Postkutschen und Zugüberfälle. Er hat sich vor Jahren der Verhaftung entzogen und ist immer noch auf freiem Fuß. Er soll lebendig gefangen genommen werden. Zuletzt gesehen im Gebiet von Siltwater Strand. Belohnung wird ausgezahlt von, ja, Sheriff Rhodes. Okay. Nehmen wir mit. Or trying to, up by Siltwater Strand. He's a bad egg. Fancy that. I seen them coming and going here and I never had an inkling. Hold your horses, won't be long. Krieg ich hier wieder Informationen? I got another one. You interested? Ja, na klar. Erzähle. Just how it is. Ah, hier. Hinweis Postkutschenüberfall. Let's go. I really think you'll want to take a look at this. How's things, Alden? Good. All right. This is a little different. Take the coach and deliver it to my contact. He'll pay okay. You well for it. It's a fragile cargo, so go easy. Okay. But the money best be right. Oh, it is, Arthur. I promise it's very right. Thank you. Okay. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Da muss ich hin. Hallo? Jetzt. Dreimal gedrückt, kam nix. Zeig mal her. Reiten Sie nach Norden die Straße am Felsen vorbei. Wagen voller Antiquitäten aus Richtung Nordosten unterwegs zu einem Käufer in Rhodes. Sollte nur ein paar Wachen dabei haben. Liefern Sie alles bei Seamus auf der Emerald Ranch ab. Passen Sie auf, dass Sie weder Wagen noch Fracht beschädigen. Okay. Okay. Wird er mir jetzt schon angezeigt? Zufällig? Da oben. Stelle für Postkutschen Hinterhalt. Brauche ich also jetzt nicht unbedingt schnell machen. Okay. Wenn wir mal da hochkommen, können wir es mitnehmen. Sehr gut. Gefällt mir. Dann würde ich sagen, können wir ganz beruhigt ins Lager und die Mission von Leopold Strauss noch annehmen. Weil wenn wir die noch angenommen haben, dann haben wir erstmal wieder, glaube ich, gut zu tun. Ich weiß natürlich... Ich wollte das gerade markieren eigentlich. Ich weiß natürlich nicht, was der jetzt für eine Mission da hat. Let's go. Halt.
So, nochmal mitnehmen hier. Schafgabe ein bisschen. Wenn sie hier schon direkt vor uns steht. Let's go. Perfekt. So, hopsi. Und los geht's. Das Zeug wird schon schlecht hier hinten drauf, glaube ich. Wir beeilen uns, glaube ich, mal ein bisschen mit ins Lager kommen. Ah. Guten Morgen, Welt. Ist es nicht ein schöner Tag, um Verbrechen zu begehen? Ja. So, hopp, hopp. Ach hier, was denn nun schon wieder? Ja, ja. Okay, wen muss ich da schießen? Hands up now! Also, eindeutiger ging's ja wohl nicht. Zeuge Mord? Ach Mist. Ah, der haut ab. Komm, wir müssen weg hier. Mist, 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 Mist. Ah, ist das ärgerlich. Im Grunde können mich keiner erkannt haben. Na gut, der Zeuge oben. Ich habe nicht sofort mein Tuch aufgesetzt. Ah ja. Wenn wir Kopfgeld kriegen, kriegen wir ein Kopfgeld. Bezahle ich halt. Ist egal. Ist egal. Und? Na, ich glaube, wir haben keins. Oder? Nö. Gut. Okay, warum soll ich denn da... Na gut. Weil ich da nicht rumreiten kann, glaube ich. Deswegen... Hi, ich bin's. Deswegen sagt die Wegwendung, nein, du darfst nicht. Aber wir wollen das Fleisch noch schnell mit abgeben. Auch wenn es schon langsam faulig wird. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Halt. Ich habe es gerade gesehen. Wenn wir einmal darüber gehen. Oh, jetzt sind zwei Säcke da. Na, guck an. Nehmen wir wenigstens einen mit. Wir gehen ja sowieso zu Pearson. Und da können wir das gleich noch mit abgeben. Ist doch ganz gut. Eigentlich ein schönes Lager hier, ne? Mit dem Haus und sowas. Könnte man richtig hübsch machen. Name ist Grimshaw, alles gut. Noch mehr zum Umbringen gefunden. So, gut. Learn to rob like a gentleman, not a laborer. Well, how do you mean? Never get a job in a bank or Mr. Pearson? Oh, table awaits your offerings, Mr. Morgan. Hi, hi, hi. Well, hier unten, da war's. Guck mal, den kannst du haben, den kannst du haben, den kannst du haben. Lasst euch schmecken. Many thanks, Mr. Morgan. Na klar, kein Problem. So, wir gehen aber jetzt mal zu Mr. Strauss da hinten. Ich guck mal, ob ich die Glocke läuten kann. Das wäre irgendwie cool.
Weil die haben so viel eingebaut. Echt? Das haben sie nicht eingebaut? Dass die Glocke läuten kann? Ach, schade. Die haben so viel eingebaut, dass man sogar sieht, wie die essen und was weiß ich alles. Aber das nicht? Naja. Guck mal, hier fliegt ein Haufen Zeug rum. Oh, da können wir ein bisschen was sammeln. Ist das hier Rockholm? Ja. Nehmen wir mit. Wenn wir genug haben, können wir es verkaufen. Ah, guck mal, hier ist noch alles voll. Salbei, sehr gut. Salbei können wir gut gebrauchen. Noch mehr. Ah, hier ist noch Dings und da vorne sind noch Bären. Ich nehme das mal mit hier. Mal wie gesagt, das kann man verkaufen. Was ist das? Blaubeer? Heidelbeere. Okay. Haben wir die überhaupt schon? Scheinbar schon. Okay. Für Red Dead könnten die eigentlich auch mal ein Update bringen. Hier Next-Gen-Update, oder? Ich meine, für Fallout machen sie es jetzt. Wäre eigentlich mal Zeit. Ich meine, das sieht wunderschön aus und ist ganz doll toll, aber... geht besser inzwischen. Könnt es ruhig vertragen. Hat man gerade zum Beispiel an den Blaubeeren gesehen. Gut. Oh, was liegt da? Wir gehen gleich zu Mr. Strauss. Aber hier liegt noch ein Kistchen. Das gucken wir uns mal an. Hallo? Was haben wir denn da drin? Oh! Nett! Piratenrum. Und 20 Dollar. Nett. Jetzt haben wir nicht nur einen Piratenhut, jetzt haben wir noch den Rum dazu. Da kann es ja losgehen. Da hinten sind noch zwei Sachen. Da ist ein Tierchen. Ah, ich muss jetzt hier nicht... Kann ich denn überhaupt? Nee, kann ich gar nicht. Kann gar nicht rumballern gerade. Frösche gibt es hier. Ich hatte eigentlich gedacht, hier gab es... Oh, stinkt hier. Sorry. Leider nur ein Stern. Können wir eigentlich mal kurz angeln, ne? Wäre eigentlich auch ganz sinnvoll. Krokodil? Direkt vor uns, ja. Ich habe mich gerade, ein bisschen erschrocken. Ich dachte, hier kommt was auf uns zugerannt. Ja, ist da unten im Wasser. Da ist es. Aha, es schwimmt, ja. Ich habe gerade gedacht, das kommt gleich rausgeschossen da. Wo ist es? Weiter geschwommen, da ist es. Okay. Gucken wir mal, ob wir ein Fischchen fangen. Wir gehen gleich zu Mr. Strauss. Aber... kurz wieder reinkommen hier in alles. Wir haben mal Zeit. Es ist alles gut.
Alles easy. Muss mal gucken, ob ihr überhaupt was anbeißt. Oh, I got you. Macht es. Macht es. Und rein damit. Komm, komm, komm. Wir haben es gleich. Oh, komm her. Ja, komm, das. Nein! Ah, ich war zu ungeduldig. Warum hat er jetzt die Angel weggesteckt? Ich wollte eigentlich nur einen neuen Köder ranmachen. Aber gut. Let's try something new. Die Hauptsache ist, dass das Krokodil nicht nochmal kommt hier und uns wegfuttert. So. Nochmal bitte. Na komm, Freunde, ist lecker Brot dran. Alter, diese ganzen Fliegen hier. Würde mich verrückt machen. Wie die Bäume da hinten gewackelt haben gerade. Okay. Ja. Oh, accept. Na, geht doch. Wenigstens ein Fischchen will ich jetzt haben. Na? Wenigstens eins. Der kämpft und er kämpft. Jetzt. A little more. You're almost done. Na, da haben wir es doch. Oh, yes. Wir waren jetzt. You're okay. Na, fein. Sorry, but you're mine. Nehmen wir mit. Gut, komm, wir gehen zu Mr. Strauss. Alles gut. Was wollten die jetzt hier eigentlich? Alles gut, Karen? Make sure you stay awake there, Karen. Good morning. Ja, moin. Viel Spaß beim Wache schieben. Die schiebt immer Wache, ne? Oh, Ackerminze. Die nehmen wir noch mit. Die nehmen wir noch mit. Sehr gut. Oh, hier ist ein Friedhof. Sehe ich jetzt zum ersten Mal. Gibt's hier was Interessantes? Archie Chevalier. Okay. Agnes Doubt. Ob es hier irgendein Easter Egg gibt oder so? Wäre irgendwie cool. Esther LaRue. Hier müsste es eigentlich ein Easter Egg geben. David Charisowatch. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wäre cool, hätte man da ein kleines Easter Egg oder sowas.